Lovis Corinth malt seine Frau Charlotte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Er hat sie sehr häufig gemalt. Er ist verliebt in sie, weil er weiß um ihre Hilfe im alltäglichen Leben und natürlich auch in Berlin durch die ganzen politischen Dinge, die er dort erleben muss. Es ist im Sommer in St. Ulrich. Sie machen dort Urlaub. Und ganz entspannt liegt Charlotte auf der Rückkamier und liest ein Buch. Es ist wunderbar, einfach diese Farbenpracht, das Rosa der Rückkamier, das Blau ihres Kleides, was so langsam in die Tapete übergeht, und rechts die Nelken. Eine wunderbare Palette, eine typische Palette für Corinth. Aber ist doch etwas anderes. Charlotte liegt dort, liest ein Buch, fernab dem Getöse der Großstadt. Und später hat sie einmal ausgesagt, sie ist ja selber Malerin, ich habe gar nicht gemerkt, dass Lovis mich gemalt hat.